Hallo, so, also wir können heute wieder starten. Ich habe jetzt versucht, ein neues Bauch-, Bein-, Po- und Rückenprogramm für euch zu Hause zusammenzustellen. Gleiches wie immer, 1 bis 2 Quadratmeter braucht man in unserem Wohnzimmer. Matte habt ihr parat, Handtuch habt ihr parat, vielleicht was zu trinken. Meine Flasche steht wie immer auf der Seite. Ich habe heute Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung. Die Malaika macht im Hintergrund heute mit, so dass ich auch noch jemanden habe, den ich auch hier anlächeln kann und nicht nur in die Kamera lächeln muss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wie gesagt, der Kurs ist geeignet für alle, die schon mal bei mir Bauch, Beine und Po mitgemacht haben und Rücken. Die vielleicht Rückenprobleme haben, sollten hier vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil das Tempo doch ein bisschen schneller ist als bei unserer gewohnten Rückenfitness, die eben mittwochs ist. Also das wäre das Programm, was wir in der Halle sonst montags abends um 8 und um 9 oder freitags vormittags um 10:30 haben. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und es geht los. Ich starte mit der Musik. Jetzt schiebt man nur die Nase vor, schiebt mal vor, vor, Bauch fest nach innen. 4. Bizeps voll dazu. Zieh, zieh. Ganz tiefe Schulter. Okay, jetzt schiebt die Arme gewollt. Vorne hoch, 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 hoch. Schultern steht vom Nacken lang. Bizeps voll. Zieh. Achtung, schiebe hoch. Ich drehe mich einmal um, der Hand rechts, rechts,
Sehr schön. Festen Bauch. Nimm die Arme hoch. Lass die Schultern ziehen. Wandel bitte in die Fingerspitze. Marschier von Anfang an. Wieder einatmen. Auf. Treppe ist da. Zieh die Ellenbogen zur Decke. Und marschier nochmal. Einatmen. Auf. Treppe ist da. Komm, Seitenwinkel, Arme rein, streck, Achtung schon.
Sehr schön. So, jetzt werden wir in der Musik wieder etwas langsamer. Ich wechsle hier einmal kurz die CD wieder, so wie wir das ja auch immer schon kennen, machen müssen. Wie gesagt, wir werden im Tempo ein Stück langsamer. Gibt jetzt wieder das Gepiepse, was ihr schon in den letzten Stunden von mir gehört habt. Das liegt an meinem CD-Player. Der braucht immer ein bisschen, bis er die Musik eingelesen hat. Hier ein, hopp, und kommt zurück. Ihr macht die doppelte,
Schauen wir bei der Kombi zu. Geh tief, komm hoch. Nochmal. Jawohl. Kombi macht ihr mit. Ab, 1, 4. Hopp, tief. Hopp, 1, 4. Nochmal. Ab, hoch. Hüpf, einmal noch. Sehr schön. Und marschier am Platz. Sein Loch. Locker. Atme, atme, atme. Vielleicht merkst du, wie der Puls ein bisschen nach oben geht, wie das Spitzen anfängt. Vielleicht ist auch meine heißeste Hose. Von Anfang an singen. Komm, rechts, hopp, links. Sehr schön. Atme. Hier haben wir noch. Schultern tief, Nacken lang. Ich weiß, ihr liebt diese Übung. Atme. Jetzt kommt die doppelte. Hopp. Hopp. Ganzer Körper arbeitet. Zwei doppelte noch. Komm, beweg deine Finger ruhig mit bei dem Karl. Ja. Kombination. Cheat. Hopp. Cheat. Cheat. Hopp. Cheat. Nochmal. Höh. Anspannen. Nochmal. Jawohl. Und marschier am Platz. Sehr schön. Alles im Kopf drin. Atme. Bleibe in der Bewegung drin. Rechts, rechts. Achtung, letzten vier. Einmal noch von Anfang an. Single fort. Bizeps drop. Zieh. Hopp. Zieh. Atme. Sehr schön. Hier noch. Arbeite über die Ferse. Bleib im Oberkörper gerade. Die doppelte. Hopp. Hopp. Und nochmal. Linker Fuß. Zwei doppelte. Bring das hintere Knie in Richtung Boden. Vorderes über der Ferse lassen. Komm. Hopp. Zieh hier. Hopp. Und wechsel. Hopp. Zieh. Hopp. Nochmal. Hopp. Zieh. Einmal noch. Hopp. Zieh. Schieb den Po nach hinten. Atme hier. Ja, wenn du hier nach hinten gehst, versuch mal nicht hier rüber zu schieben, die Fersen hier zu lösen. Geh hier nach hinten. Wir haben noch 8 Stück. 8. Bauch ist wieder ganz fest. Schultern tief und Nacken lang. Wir haben noch 4 davon. 4. 3. 2 noch. Super. Achtung, jetzt verschiebt ihr links nur am Platz. Linker Fuß. Noch viermal. 4. Ihr tappt mal die Spitze vorne. Wechsel. Wechsel. Unsere Beine unter Po bekommen eine Pause. Kennt ihr auch schon von mir? Ja, nein. Schulter. Oberer Rücken. Bring jetzt dran. Korrigier wieder deine Position. Zieh den Bauch nach innen. Denk an deine ganz tiefen Schultern. Lange Nacken. Zieh mal die Arme vor den Körper. Langsam hoch. Schließe mal die Hände. Ellbogen in Schulterhöhe. Eher ein bisschen tiefer. Bitte nicht hier hochziehen. Korrigier dich hier. Brustbein. Achtung, ihr zieht. Hinten vor. Hinten vor. Oberer Rücken arbeitet. Lass mal die Ellenbogen oben. Zieh dir sanft. Ganz sanft. Atme. Sehr schön. Komm, das machen wir noch 8 Mal. 8. 7. Atme. Wir haben noch 4 Stück. Denk an den langen Nacken. Auch wenn es ein Doppelkick ist, das war's. Atme. Gut. Achtung, wir schieben nur die Ferse mal. Vor, vor, vor. Versucht man jetzt zu halten. Jetzt ändere ich die Arme ein bisschen. Wir ziehen auf, zu, auf, zu, auf, zu. Achtung, du machst mit. Komm, dreh die Hand innen, in Richtung Decke. Atme. Ein bisschen noch. Komm, obere Rücken und die Schultern schaffen hier. Ellbogen immer leicht gerollt. Machen wir noch 8 Mal. Komm, 8. 7, 6, 5, noch 4 Mal, komm, spür den oberen Rücken zwischen deinen Schulterblättern,
So, Rückgang-Aufgleich geschafft. Atme. Jetzt kommt schon wieder die Ferse. Zieh mal auf, zu, auf, zu. Super. Und marschier am Platz. Locker auf. So, vielleicht hast du so ein bisschen den Rücken und die Schultern gespürt. Erinnere dich an die Beine zurück. Wir gehen jetzt auf der linken Seite. Wiederhole. Single aus, zwei Schritt. Start jetzt mit links. Komm, Schritt und rück. Und Schritt und rück. Sehr schön. Denk wieder an deine Grundspannung. Bleib konzentriert. Oberkörper ist aufrecht. Ah, gut. Jetzt haben schon die Doppelte. Komm, wir arbeiten ohne Pause. Sehr schön. Atmen. Komm, bleib in Bewegung. Doppelt. Leicht. Nochmal. Super. Jetzt kommt die Kombi. Hopp. Zieh. Hopp. Rück. Hopp. Zieh. Nochmal. Hopp. Zieh. Nochmal. Sehr schön. Letzte Runde Single. Komm. Acht. Hopp. Sieben. Vier noch. Vier. Drei. Zwei. Achtung, die Doppelte. Hopp. Hopp. Bleibe tief in deine Schulter. Zieh den Bauch nach innen. Komm, linker Fuß. Bauch fest nach innen. Super. Kombination. Komm. Hopp. Spann dich. Hüpf. Nochmal. Zieh. Spann dich. Zwei noch. Hüpf. Zieh. Einmal noch. Hervorragend. Jetzt geh nur in die Knie beugen. Komm, schieb den Po nach links. Denk an deine Wirbelsäule. Gewicht ist auf den Fersen. Ist auf den Außenkanten. Vermeid das. Von vorne nochmal. Nische hin. Geh ganz gerade. Komm, schieb es wieder. Lass die Schultern schief. Nacken lang. Beide Beine sind schön vorne in der Belastung. Super. Atme. Bisschen noch. Komm, geht tief. Tief. Sehr schön. Mach das noch viermal. Vier. Drei. Zwei. Achtung, jetzt marschiert ihr rechts nur am Platz. Rechts. Rücken, Schultern. Wiederholen wir nochmal. Tap nach rechts und links. Tap, tap. Alles wieder da. Bauch fest nach innen. Nehmen die Arme in Schulterhöhe. Ziehst du hoch. Schließen wieder die Hände. Schultern tief, Nacken lang. Bauch noch mehr nach innen. Nacken lang. Atme, atme, atme. Noch vier. Zieh den kurzen Hebel. Komm, zieh. Komm, spür den Rücken oben, zwischen den Schulterblättern. Lass den Nacken lang. Komm, vier, drei, zwei, acht. Jetzt kommen die Ferse und der lange Hebel. Tief, komm, tief, komm. Spann die Oberkörper, bleib immer gleich. Komm, atme. Sehr, sehr schön. Tap in die Spitze, zieh nochmal kurz. Kurz. Gut. Schiebe nochmal die Ferse. Komm, langer Hebel. Langer Hebel. Schultern tief und Nacken lang. Komm, wir tappen ein letztes Mal. Komm, tap. Komm, tap. Zweimal noch. Bauch innen. Achtung jetzt die Ferse. Schiebe lang. Und atme. Sehr schön. Marschier mal rechts nur am Platz. Marschier. Gut. Atme, atme, atme. Noch vier. Drei. Immer auch hier langsam tief. Vier. Wir rollen auf für den Rücken. Geh noch einmal tief. Schieb den Po nach hinten. Kopf über der Höhe. Rolle auf. Schieb mal deinen rechten Fuß ganz weit nach hinten. Schieb die Ferse hier in den Boden. Ihr bleibt einfach wie immer zum Fernseher oder zum Laptop stehen. Ich zeige euch nur die seitliche Position. Hüfte ist nach
kommt ihr damit mit eurem Gewicht auf den linken Fuß nach vorne. Umfasst deinen rechten Spann und halten mit deinem Körper mit. Zieh deinen linken Arm hier nach oben. Halte. Bleib in dieser Dehnung. Denk mal, dass das Becken jetzt ein bisschen aufgerichtet ist, das Knie nach vorne kommt. Jetzt ziehe ich hier wieder zurück. Stand vielleicht gebeugt. Schultern tief, Nacken lang. Langsam lösen. Langsam lösen. Locker einmal alles aus. Und jetzt wechselt ihr die Füße. Nicht auswechseln, sondern nur die Seite. Kleiner Scherz. Achtung. Linkes Bein ist hinten. Drück wieder die Ferse hier in den Boden. Lass uns weg und tief. Ungefähr mit Breite öffnen. Denk an deine Nieren. Zieh noch länger innen. Bring den Puls nach unten und atme. So, jetzt kommt ihr wieder nach vorne. Auf den rechten Fuß. Umfasst den linken Spann. Bitte deine Körpermitte. Stand hier ist leicht gebeugt. Becken richtet ihr auf und dann ziehen wir hier das Knie zurück. Ja, damit wir die Dehnung über unseren Hüftbeuger und über die Vorderseite haben. Ziehen den Arm langsam hier hoch und bleib in dieser Position. Versuche die Körpermitte gut zu finden. Halte stabiles Gleichgewicht. Atme. Okay. 4. Und ihr löst wieder langsam. Langsam lösen. Locker einmal am Kräftig auf. Trinke bitte einen Schluck. Ich stoppe mal ganz kurz die Musik. Wir bauen hier kurz um. Ihr baut eure Matte auf. Ich mache das Ganze auch. Und zwar. Bauen wir hier einmal das Ganze hin. So, mir ist wieder warm geworden. Wie gesagt, wenn euch draußen nicht warm wird, müsst ihr die Heizung halt ein bisschen aufdrehen. Aber ich hoffe, dass ich dafür sorgen konnte, dass euch auch so warm geworden ist. Ich trinke auch nochmal einen Schluck. So. Okay. Wir gehen jetzt zusammen an den Boden. Ich zeige euch das mal kurz vorher. Mit denen nachher wieder Bescheid wisst. Ihr streckt den unteren Arm lang aus, denkt dran, Kopf legt ihr hier auf dem Oberarm ab, wenn das unbequem ist. Den Unterarm gerne ein bisschen anwinkeln. Oberschenkel kennt ihr schon. Ungefähr auf 45 Grad anwinkeln. Die Unterschenkel kommen so weit nach vorne, dass wenn ihr hier runterschaut, seht ihr gerade so eure Fußspitzen. Abstützen bitte ungefähr in Brusthöhe und gut 20-30 cm vor der Brust abstützen. Wir starten über unsere Hüfte, ein bisschen mit dem Po arbeiten. Euer Knie ist immer tiefer als der Fuß. Ich zeige nochmal die andere Version. Knie ist tiefer, höher als der Fuß. Das wollen wir nicht, weil wir jetzt nicht das Training im Hüftbeuger brauchen, sondern wir haben die Hüfte vorne, deshalb stützen wir uns auch ab und arbeiten hier. Nachher haben wir noch die Innenseite, da erkläre ich es nachher nochmal genauer. Gehen auf den Rücken. Geraden und schrägen Bauchmuskel, wechseln dann die Seite und dann habt ihr euer Programm auch schon durch und geschafft. Also, ich starte wieder mit der Musik. Okay, also, ihr geht an den Boden, unteren Arm streckt ihr einfach ganz lang aus, Kopf entspannt ablegen, Fuß in den Pudel abstützen. Bring die Oberschenkel nach vorne, Unterschenkel nach vorne, ihr seht da die Fußspitzen, Bauch ist hier ganz fest und die Schulter ist tief. Oberes Bein anheben, Knie ist tiefer als der Fuß, halte hier, unteres Bein geht hoch, zieh, zieh, Schulter bleibt ganz tief und die Hüfte arbeiten, ausatmen, ausatmen, sehr schön. So, und jetzt ziehen wir hier oben klein. Zieh, zieh. Denk an den festen Bauch. Denk an die tiefe Schulter. Denk hier ans Atmen. Knie ist tiefer als der Fuß.
Fuß ab und zieh. Jetzt kommt die Repeat davon. 1, 2, 3 und gehe tief. 1, 2, 3 und gehe tief. 1, 2, 3 und gehe tief. Bauchnabel fest nach innen. Denk dran, von Anfang an Zähne. Top, tief. Aufatmen. Knie ist tiefer als der Fuß. Zieh die Schulter wieder tief. Mach den Nacken lang. Denk dran, atme nicht vergessen. Atme aus beim Anheben. Und die kleinen Formen. Zieh. Spür es ein bisschen in der Hüfte, in der Hochbacke, wenn etwas zu viel ist. Machst du wieder die Pause. Ihr kennt das. Achtung, den Repeater. Hoch, 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 das Bein geht tief. Hoch, 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 das Bein geht tief. Denk an den Bauchnabel. Zieh nach innen. Lass die Schulter tief. Langer Nacken mit dem Verwendspot. Spür diese kleine Szene. Komm, ausatmen. Ausatmen. Sieh wieder. Super. Atme doch. 4, 3, 2 und nochmal die kleine. Die schaffst du. Sieh, komm. Lass uns die gewollt. Fängst du ein bisschen an zu brennen. Geht okay. Komm, schaffen wir noch. Locker zieh, komm. 4, weiter. Für Pisa kannst du. Sieh, jetzt hast du noch 3 davon. Die schaffst du. Komm. Die letzten 2. Komm. Gut. Einen schaffst du noch. Komm, zieh nochmal. Und wir bleiben tief. Winkel das Bein an. Streifung jetzt in die Hüfte aus. So. Jetzt legt ihr euch auf der Matte so ein bisschen zurück, dass das Knie von der Matte geschützt ist. Unseres Bein ganz lang ausstrecken, Kopf bleibt liegen, Bauch fest nach innen, schnitt dich ab, zieh das obere Bein gestreckt an, spür die Innenseite vom Oberschenkel und so ein bisschen mit der Hinterkopfwacke zurückziehen, Achtung, das Bein geht hoch, zieh, jawohl, spür die Innenseite und vielleicht so ein bisschen diese kleinen hier, die Knuspel hier an der Seite. Die Rumpfmuskulatur schafft ein bisschen mit. Ja. Und jetzt kommt klein. Die Innenseite arbeitet. Lass den Nacken lang. Zieh die Schultern tief. Und atme. Atme. Noch höher. Jetzt kommt die Repeater. Komm und zieh. Zieh. Zieh und gehe tief. Und zieh. Zieh. Zieh und gehe tief. Zieh und gehe tief. Sehr schön. Achtung, nochmal einzeln. Hoch, ab. Bauchnabel ist innen. Und die Schulter tief. Nacken ist ganz lang. Schaut so ein bisschen entspannt. Atme lächeln. Und die Kleine, komm. Blitze, Kleine. Spüre hier den Muskel. Ein bisschen hier den Rumpf. Atme, komm. Jawohl. 4. Letztes Repeater. Zieh. Und geh tief. Komm. 2 schafft ihr noch. Komm, zieh durch. 1 noch. Ihr seid spitze. Gut. Und wir bleiben tief. Lass einmal locker. Tief ein. Und wir drehen einfach gemütlich wieder um in die Rückenlage. So, jetzt nehmt ihr das Bein, was vorher oben war, wo ihr mit der Hüfte gearbeitet habt. Legt es mit dem Fußgelenk auf den Oberschenkel ab. Jawohl. Lass die Schultern tief und zieh hier einmal nur kurz dran. Spür so ein kleines bisschen die Dehnung. Dürfte aber jetzt nicht mehr so schlimm sein, weil wir ja schon mit der Ebene der Innenseite vom anderen Oberschenkel gut gearbeitet haben. Okay, dann gehen wir auf der Dehnung auf. Lassen die Beine in der Position. Hände gehen unter den Kopf. Ellbogen nach außen. Daumen angeschweben.
Fingerspitzen im Hinterkopf, Schulterblätter lösen und wir ziehen nach oben. Komm, zieh. Ausatmen beim Hochkommen. Bauchnabel nach innen. Komm, löse hier. Wenn ihr die Ellenbogen außen so ein bisschen sehen könnt, dann ist es super. Und sie oben klein. Zieh hier oben, zieh hier oben. Zieh ganz weit oben. Lass die geraden Bauchmuskeln arbeiten. Zieh hier oben, zieh hier oben. Atme, atme, atme. Die Repeater. Schulterblätter. Denk nochmal das leichte Tisch. Tisch. Tsch. Super. Tsch. Tsch. Und kleine hoch. Klein. 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 Spüre den geraden Bauchmuskel. Lass den Fuß hier arbeiten. Tsch. 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 Vier. Drei. Zwei. Repeater. Komm. Zieh. Zieh. Nochmal.
schön. Und wieder ein. Komm, ausatmen. Ausatmen. Ja, das ist immer so gemein, weil wir zwei Beine haben. Was ist mein Spruch immer dazu? Gut, dass wir keine vier haben, wir müssen das viermal machen. Atme, die Kleine. Zieh, 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 zieh. Und immer gilt, wenn etwas zu viel ist, dann macht ihr eine kurze Pause und steigt dann wieder ein. Atme. Achtung, gehen wir wieder. Komm, zieh, zieh, zieh und geht tief. Atme, ja. Zweite Peter, zieh, zieh, zieh. Eine noch. Okay, Achtung. Letzte Runde Single. Komm, zieh. Brennt vielleicht ein bisschen jetzt in der Probacke in der Hüfte. Zieh den Bauchnabel nach innen. Denk dran, ausatmen, klasse. Acht und die Kleine. Zieh, zieh. Komm, halte durch. Schaffst du jetzt auch noch. Und es sind noch acht. Komm, wir machen das zusammen. Wie immer. Atme, komm. Jetzt kommt die Repeater. Zieh, zieh. Zieh und gehe tief. Komm, ich mach, du machst es auch. Ja, noch zwei. Tief, jawohl. Eine letzte. Klasse. Und wir bleiben tief. Winkel das Bein an. Streich die Hüfte ein bisschen auf. Strecke das Unterlein auf. Jetzt machst du die Fußspitze lang. Zieh den Bauch wieder nach innen. Tiefe Schulter, lange Nacken. Und anheben. Spür die Innenseite vom Oberschenkel. Löse hier. Denk dran, das ist nicht die Übung, sondern das ganze Bein. Oberkörper fest. Bauch ist innen. Schulter, Füße, lange Wand. Achtung, den Zehen. Komm, hoch. Ab. Innenseite arbeitet. Ein bisschen wieder hier, dieser viereckige Muskel. Achtung darauf, dass nicht das in deine Übung kommt, sondern zieh hier. Achtung, die Kleinen. Blitze, blitze, klein. Löse den Oberschenkel hier. Zieh den Bauch nach innen. Spann den Po an, dass das Bein sozusagen von mir aus nach hinten geht. Ja, von mir in die Richtung. Von dir hier. Repeater. Zieh, zieh, zieh. Und ab. Atme, wenn es so viel ist. Mach so eine Pause. Völlig okay. Denk an den Bauch. Okay.
Ida, kommen Sie oben. Oben, oben und geht tief. Oben, oben, oben und geht tief. Oben, 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 tief. Oben, oben, oben und singen wieder. Zieh nach oben. So, jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Ein Lied geht zurück. Entschuldigung. Komm, die letzte Runde haben wir noch im Bauch. Ihr seid immer noch aktiv. Komm. Okay, komm, wir ziehen nochmal die Finger. Komm, die letzte Runde singen. Zieh. Zieh. Ausatmen. Viermal noch. Vier. Drei. Zwei. Komm, zieh nochmal die kleinen. Entspannt auf eurer Matte liegen. Falls es euch kühl wird, zieht ihr euch eine Jacke drüber. Ihr trinkt vielleicht auch mal einen Schluck. Atmet ruhig und gleichmäßig ein und aus. Regelt und streckt euch auf der Matte. Schließt ihr eure Augen, hört einfach nur, was ihr machen sollt. Ansonsten, wenn ihr es nicht mögt, lasst ihr sie geöffnet. Spür mal, wie sich dein Körper komplett entspannt. Lass mal die Fußspitzen entspannt nach außen fallen. Deine Beine werden locker. Der Schultergürtel, die Arme, die Hände. Ihr lasst euren Atem ruhig und gleichmäßig ein- und ausfließen. Wenn möglich, atmet ihr durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und mit jedem Ausatmen lasst ihr euch noch tiefer und entspannter in die Matte hineinsinken. Spür einfach, wie
jeder Muskel schwer und locker und entspannt wird. Und dann stellt ihr mal bitte nacheinander den rechten und linken Fuß auf. Ihr legt euer rechtes Fußgelenk auf dem linken Oberschenkel ab. Euer rechtes Knie zeigt weit nach außen. Dann zieht ihr den linken Oberschenkel heran, umfasst ihn mit beiden Händen und spürt rechts außen über eure Hüfte bis in den Po rein eine leichte Dehnung. Korrigiert eure Schultern tief, lasst den Nacken lang. Und wenn ihr an dieser Dehnung arbeiten wollt, zieht ihr einfach den linken Oberschenkel weiter heran und schiebt mit dem rechten Ellbogen die Innenseite vom rechten Oberschenkel an. Hebt ihr jetzt langsam den linken Unterschenkel an, zieh die linke Fußspitze ran und spür eine leichte Dehnung über die Rückseite vom linken Bein. Korrigiert immer wieder eure Schultern tief, lasst den Nacken lang. Senkt den linken Unterschenkel langsam wieder ab. Ihr geht etwas aus der Dehnung heraus, nehmt beide Knie nebeneinander. Ihr legt beide Hände in die Innenseiten eurer Oberschenkel, führt beide Knie langsam nach außen. Beide Unterschenkel langsam anheben, die Fußspitzen ranziehen und ihr lasst mal die Hände ganz schwer auf den Innenseiten liegen. Spür vielleicht eine leichte Dehnung über die Innenseite der Oberschenkel. Drück dabei die Lendenwirbelsäule ein bisschen zur Matte. Korrigier den Schulter-Nackenbereich. Jetzt beginnt ihr links und rechts ein bisschen Druck auf die Innenseiten zu geben und dabei schaukelt ihr auf eurer Lendenwirbelsäule von rechts nach links und verstärkt dabei leicht die Dehnung. Denkt dran, dass ihr möglichst eure Knie gestreckt haltet und die Oberschenkel eher Richtung Oberkörper zieht, nicht vom Oberkörper weg, dass wir nicht in ein Hohlkreuz ziehen. Dann pendeln wir uns hier langsam mittig wieder ein. Beide Unterschenkel langsam absenken. Legt die Hände außen an eure Knie. Ihr führt die Knie langsam zur Mitte zusammen. Stellt euren rechten Fuß auf. Ihr legt das linke Fußgelenk auf dem rechten Oberschenkel ab. Das linke Knie zeigt nach außen. Zieh den rechten Oberschenkel heran und fasse ihn wieder mit beiden Händen. Und spür links außen über die Hüfte bis in den Po rein die Dehnung. Korrigiert wieder eure Schultern tief, den Nacken lang und versucht hier wieder so ein bisschen mit der Dehnung zu arbeiten. Zieh den rechten Oberschenkel vielleicht etwas ran, löse wieder und schiebe mit dem Ellbogen die Innenseite vom linken Oberschenkel ein bisschen weg. An den Schulter-Nackenbereich, korrigiert ihn immer wieder, schiebt das Kinn in den Hals, lasst die Schultern von den Ohren weg und ihr hebt mal bitte den rechten Unterschenkel an, Fußspitze wieder ranziehen, spürt vielleicht die Dehnung über die Rückseite vom rechten Bein, haltet diese. Den rechten Unterschenkel langsam wieder absenken.
geht wieder etwas aus der Dehnung heraus, nehmt beide Knie nebeneinander, legt jetzt von oben die Hände auf beide Knie und beschreibt nochmal mit beiden Knien einen großen Kreis an der Decke und massiert wieder nochmal ganz bewusst den Lendenwirbelsäulenbereich auf der Matte. Stellt ihr den rechten und linken Fuß nacheinander auf. Ihr lockert beide Beine bitte nochmal kräftig aus. Streckt die Beine noch einmal lang auf der Matte aus. Lasst die Fußspitzen noch einmal entspannt nach außen fallen. Dann nehmt ihr beide Hände unter den Rücken, da wo sich diese kleine Kuhle gebildet hat. Eure Handinnenflächen zeigen zur Matte. Und jetzt drückt ihr mal den Rücken ganz fest auf beide Hände. Hebt den Kopf von der Matte weg und jetzt schiebt ihr euch ohne Kraft aus dem Rücken langsam zum Sitzen hoch. Genau. Und jetzt nehmt ihr eure Hände noch einmal weit nach vorne. Wenn es geht, umfasst ihr hier nochmal eure Fußspitzen. Dehne noch einmal über die Rückseiten von den Beinen, vielleicht über den Lendenwirbelsäulenbereich. Atme auch hier wieder gut ein und aus. Wenn das nicht geht, geht ihr gerne einfach nur an die Schienbeine oder an die Fußgelenke. Bring einfach mal den Kopf hier nach unten oder halte dich einfach hier oben. Und dann fangt ihr hier mal an, so ein kleines bisschen zu federn, als wolltet ihr die Muskelfasern hier in einem Gummiband einfach auseinanderziehen. Ja? Dürft ihr auch gerne mit den unten machen. Versucht mal die Fußspitzen in den Fall ranzuziehen, um die Dehnung über die Rückseiten zu bringen. Und dann rollt ihr hier langsam Wirbel für Wirbel auf. Kommt von hier langsam rum in den Vierfüßlerstand. Schiebt deine Wirbelsäule einmal rund zur Decke. Lass den Kopf nochmal entspannt zwischen meinen Armen hängen. Wandert mit den Händen langsam in und rolle Wirbel für Wirbel langsam in den Kniestand nach oben auf. Kreise hier nochmal mit beiden Schultern ganz bewusst zurück. Und locker den Schultergürtel, die Arme und Hände kräftig aus. Dann stellt ihr einen Fuß auf, ihr drückt euch am Oberschenkel ab, kommt hier langsam zum Stehen hoch. Öffnet hier bitte nochmal beide Beine, die Knie sind leicht gebeugt. Zieht hier beide Schultern tief nach unten. Neige den Kopf noch einmal zur rechten Seite. Jetzt nimmt ihr die rechte Hand und zieh einfach nur mal ganz sanft den Kopf hier rüber. Dann löst ihr die Hand wieder, senkt das Kinn Richtung Brustbein ab, spürt die Dehnung über den Nacken, hebt den Kopf über die Mitte wieder an, neige ihn noch einmal zur linken Seite. Nehmt die linke Hand, zieh auch hier nochmal den Kopf sanft zur Seite, bleib in der Hüfte mittig stehen. Atme gut ein und aus. Und ihr löst auch hier die Hand langsam wieder. Senkt das Kinn noch einmal Richtung Brustbein ab und hebt den Kopf über die Mitte wieder. Beide Arme lang nach oben, räkelt und streckt euch nochmal, versucht eure Wirbelsäule nochmal viel Platz zu geben. Öffnet ihr beide Arme in Schulterhöhe, die Daumen zeigen wieder zurück, zieht die Schulterblätter noch einmal kräftig zusammen, öffnet euch weit über euren Brustkorb, führt eure Arme nach vorne, schiebt mit den Handinnenflächen eine Wand weg. Senkt die Hände langsam in Richtung Fußboden ab. Ihr rollt im oberen Rücken auf und zieht die Schultern tief. Und ihr atmet tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief einatmen. Aus. Und ein letztes Mal tief einatmen. Und aus. Ihr lockert eure
bedanke mich herzlich bei euch zu Hause fürs Mitmachen. Ich mache die Musik schnell wieder aus. So, ich hoffe, dass ihr viel Spaß gehabt habt, dass es abwechslungsreich für euch war. Ich hoffe, dass es wieder in euer Wohnzimmer reingepasst hat. Ich freue mich nach wie vor über Rückmeldungen, über Kommentare zu dem Ganzen, mit wem ihr das vielleicht zu Hause gemacht habt, weil den Ansporn habe ich von euch, wenn ihr mir rückmeldet, dass ihr zu Hause was gemacht habt. Umso schöner ist es für mich, wenn ich das hier vorbereiten darf für euch. Danke euch ganz herzlich und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.